Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Tja, ich habe heute den Lukas eingeladen. Kennt ihr den Lukas noch? Waren wir doch vor kurzem, wo die ein Aquarium eingerichtet haben, wo sich drei Leute beworben haben, demnächst mal mit mir einen Film zu machen. Der Lukas kommt heute, hat er gesagt, und wir drehen Film zusammen. Und da das ja ein Garnelenspezialist ist, habe ich gedacht, dann überrasche ich meine Frau. Und der soll mal ihr schöne Garnelen ins Aquarium reinsetzen. Die hat zwar gesagt, die hätte da welche drin. Ich habe letzte Tage mal geguckt, da habe ich gar keine gefunden. Weiß ich nicht, wann die letzte Mal die Garnelen gesehen hat. Ist ja auch ganz egal. Wir suchen jetzt mal, ob der Lukas da ist. Und dann gucken wir mal, was die für Garnelen in ihr Aquarium kommen. Kommt da einfach mal mit. Auch mal sagen können, wo der ist. Ne? Boah. Ach. Ach, da ist er ja. Lukas, schön, dass du gekommen bist. Ja. Ja, ich hätte mir auch sofort denken können, dass du bei Garnelen bist. Ich bin jetzt durch die ganze Anlage hier marschiert und habe dich gesucht. Ja, hättest du ja immer denken können. Ah, und ich habe heute mal gedacht, ich mache mal, weil ich ja schon wieder ein bisschen abgespeckt habe. Ich habe übrigens 38 Kilo mittlerweile runter. Mache ich jetzt so meine ersten Laufversuche. Also ich komme jetzt aus dem Kinderwagen raus oder von meinem Moped runter und übe. Ich habe tatsächlich schon gestern geschafft, 2 Stunden auf der Beine zu bleiben. Ich bin total stolz auf mich. Aber keiner lobt mich. Das ist ja auch immer ein bisschen frustig, ne? Kein Mensch lobt einen. Auf einen schimpfen können sie mal alles, aber loben nichts. Dann lobe ich dich dafür jetzt einmal. Hast du gut gemacht. Ja, prima, danke schön. Jetzt wird der Film ein guter Film. Ja. Bin super gut gelaunt. Du hast doch gesagt, deine Frau, oder wir haben ja in dem letzten Video auch darüber berichtet, dass deine Frau gerne neue Garnelen im Aquarium haben möchte. Ja, und weißt du, die gibt ja immer mal wieder Worte und meckert mich immer an und schimpft mich aus. Und da habe ich gedacht, wo wir uns heute treffen. Und du weißt das, du hast das ja mitgekriegt, dass ich schon. Wir tun ja mal gleich schöne Garnelen in ihr Aquarium rein. Und dann ist sie begeistert, dann habe ich mal ein paar Tage Stein im Brett. Das klingt doch super. Was für Garnelen sollen denn da reinziehen? Tja, also ich würde mal sagen, wir haben den ganzen Tag Stress. Meine Frau arbeitet auch den ganzen Tag im Laden. Also so auf Wasser wechseln und so aufwendig füttern, also nicht die Spezialisten. Einfach was Schönes, Buntes. Sie hat auch bunte Guppies drin, dann können auch bunte Garnelen rein. Aber vielleicht ein paar, die sich miteinander vertragen. Weiß ich nicht. Ob die sich alle miteinander kreuzen, habe ich keine Ahnung. Dass wir dann nachher nur noch Mischmasch haben. Aber nicht nur eine Farbe. Ja super, dann können wir ja vielleicht so die Neocaridina Dalvidi-Arten nehmen. Also können wir uns ein paar rote aussuchen, ein paar gelbe, ein paar blaue. Dann haben wir so einen kleinen Mischmasch. Und das sieht dann am Ende auch noch schön bunt aus. Ja, das ist ja prima. Die hatten wir doch bei Martins Fische sogar gezeigt. Da könnten wir zeigen, aber ich wusste gar nicht, dass es den so vielen Farben gibt. Weißt du, ich bin hier gar nicht im Geschäft der Verkäufer. Ich bin ja eigentlich ja nur der Chef. Und dann achte ich auch nicht darauf, was wir am Auswahl haben. Und ich frage dann immer einen, was haben wir, was gibt es. Aber wenn du da bist, frage ich natürlich dich. Da kriegen wir was Gutes, das ist das Beste. Zum Beispiel die Garnele, die auf deinem T-Shirt ist, die nehmen wir nicht. Die ist ein bisschen anspruchsvoller. Deswegen würde ich mal gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwas hier finden, was deiner Frau gefallen könnte. Können wir ja ausschneiden. Machen wir eine andere rein. Auch eine gute Idee. Ja, ich habe schon so ein bisschen geguckt hier. Zum Beispiel hier so die Red Wheelie Garnelen. Das ist so eine Urzucht, beziehungsweise kommen die aus dem Red Fire Garnelen herausgezüchtet. Die sehen auch ganz schick aus. Und vielleicht können wir dann dazu auch noch gelbe packen und vielleicht auch komplett rote. Ja, und wenn wir die anderen dabei nehmen, paaren die sich miteinander und haben wir dann nachher alles in einerlei? Oder bleiben die in ihrer Familie, sag ich mal? Die werden sich auf jeden Fall untereinander kreuzen. Da wird natürlich irgendwann ein Mischmasch herauskommen. Und irgendwann kommen da auch durchsichtige Tiere bei raus. Aber das dauert ein paar Generationen. Und da dadurch ja auch Guppies drin sind, werden die Jungen eh aufgefressen. Also am Ende bleibt das, was wir reinpacken, auch da drin. Ja, das heißt also, die hat dann nie Junge im Becken. Die Guppies fressen die alle auf und da passiert nichts. Und wie alt werden die so im Schnitt? Gibt es da unterschiedliche Garnelen, die unterschiedlich alt werden? Oder ist das alles immer so ein Zufall? Die werden alle Zweckgarnelenarten, das sind ja alle so, die ein bisschen kleiner bleiben, werden ungefähr 2 Jahre alt. Das ist so das Maximumalter, was sie erreichen. Und dadurch, dass ja die Guppies dann am Ende wieder auffressen, die Jungtiere, müsste man nach 2 Jahren wieder zusetzen. Wenn man aber genug Versteckmöglichkeiten jetzt im Aquarium hätte, mit dichtem Moos oder dichtem Pflanzenwuchs, können natürlich auch ein paar Junge durchkommen. Und dementsprechend muss man dann nicht nachbesetzen. Ja, das ist also jetzt mir klar, denn sie hatte da immer Garnelen.
Eiern drin und ich habe letzte Tage mal geguckt und habe keine mehr gefunden. Also die 2 Jahre, die können wohl gut um sein. Deshalb habe ich da keine mehr gefunden. Dann würde ich sagen, du suchst mal eine schöne Mischung aus, du bist da der Profi drin und dann gehen wir anschließend mal zu meiner Frau rauf in die Küche und besetzen ihr das Aquarium. Schön bewachsen ist das, aber die hatte davor auch noch ein bisschen größere Fische drin. Die werden auch den letzten Murikaner in der Büsche gefangen haben. Aber die sind nicht mehr drin, sind nur noch Guppies. Du fängst die, du stellst sie zusammen und ich halte dir mal den Becher. Ja, perfekt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Also ja. Mir gefällt das. Hier, ich habe dir schon mal ein paar Teststäbchen mitgebracht. Da kannst du mal gleich mal eben direkt nachmessen, ob du mit dem Aquarienwasser zufrieden bist, was meine Frau in ihrem Becken hat. Aber er hat schon einen schönen bunten Cocktail da zusammengestellt. Also mir gefällt Cocktail eh immer sehr gut. So was könnte ich also so auf Ex, aber wir gehen jetzt mal zum Aquarium. Dann komm mal rein in die gute Stube. Ja, Treppen, das ist so mein Thema. Kann ich dir mal den Becher geben, dann komme ich noch sportlicher die Treppe rauf. Ich habe mir damals, als das so gar nicht ging, mit dem Treppensteigen zu meiner Wohnung einfach ein zweites Geländer dran gemacht. Und wenn ich so ganz schlechten Tag habe, konnte ich mich dann so richtig hier hochziehen. Aber heute bin ich da schon viel fitter. Ich schaffe jetzt schon manchmal ein paar Stufen so ganz alleine. Bin ich super stolz drauf, hat sich richtig gelohnt. So, dann tun wir mal die Garnelen da rein. Jutta? Hallo. Hi, ich war einkaufen. Ah ja, schön. Hallo Lukas, bist du heute schon da? Ja, ich habe dir neue Garnelen für dein Aquarium mitgebracht. Ja, super. Wird auch Zeit, dass da endlich mal Garnelen in mein Becken kommen. Da sind ja nur ein paar Guppies drin. Das ist das schöne Stück. Ja. Genau, wie war das? 1,60 Meter mal Meter Tiefe hat nur als letztes. Da warst du mit dran beteiligt, da ist ja Erfahrung mit. Das ist aber cool, hier sind ja schon ein paar Red Willy Garnelen drin. Sind doch welche drin, aber die waren bis jetzt immer sehr versteckt. Ach, ich sehe jetzt schon 2. Naja. Ja, ja, und ich hatte gesagt, ich habe extra letzte Tage geguckt und ich habe gar keine mehr gefunden. Und dann, aber die würden dazu passen, oder? Ja, wir haben ja sogar noch welche drin. Genau, das passt, perfekt. Ja, dann kriegst du jetzt so einen bunten Blumenstrauß. Hast du schon gesehen, wie schön die sind, wie bunt? Ja. Ja? Mhm. Soll ich den Deckel abmachen? Am besten wäre das ja. Den Test, ne? Das ist mir extra gegeben. Den müssen wir jetzt 21, 22, 23 hier reinhalten. Dann gucken wir einmal, ob das Wasser auch okay ist, damit wir dort neue Tiere einsetzen können. So, das sieht doch sehr gut aus. Da können die neuen Tiere auf jeden Fall rein. Und dann hast du hier die neuen Garnelen im Aquarium. Super. Aber ich kann sie jetzt natürlich nicht so einfach reinkippen. Wir müssen sie natürlich auch an die Wasserwerte gewöhnen. Ja. Hast du vielleicht irgendwie so einen kleinen Schöpf, wo wir hier so einen Suppenlöffel, ne? Ja, das wäre gut. Okay. Ja, nur einen kleinen. Also ich mache dann mit Garnelen immer ganz anders. Ich gewöhne die überhaupt nicht im Aquarium ein oder um. Ich nehme die einfach so mit dem Netz raus, so ein bisschen trocken. Und dann lege ich mir die so aufs Brötchen einmal flach drauf und dann kann man die so... Guck mal, ist das in Ordnung? Oh ja, der ist perfekt. Hier, jetzt machen wir mal was Richtiges hier. So ein Brötchen ist aber was Richtiges. Am besten man nimmt jetzt so ein bisschen Wasser, schüttet das dann zu den Garnelen hinein, damit sie sich so ein bisschen an die Wasserwerte gewöhnen können, denn die sind etwas empfindlich, was neue Wasserwerte angeht. So, jetzt haben wir die bierflüssige Kaffeepause um. Das müsste ja jetzt wohl fertig sein. Was, sind schon 2 Stunden rum? Ja, meinst du nicht? Ja, müsste jetzt hinhauen. Ja. Dann können wir die ja reintun. Willst du die vielleicht hier reintun? Ich will es mal versuchen. Ein bisschen Angst habe ich noch. Na Quatsch. So. Na,
Na, erstmal verstecken sie sich alle. Wenn du da so nah reinguckst, würde ich mich auch verstecken. Was soll ich denn jetzt machen, damit die sich auch bei mir wohlfühlen und lange leben? Na, das ist halt relativ einfach. Du machst wöchentlich einen Teilwasserwechsel und ab und zu wirfst du mal was zum Fressen rein und dann geht es den Tieren auch relativ gut, weil die fressen ja eigentlich auch schon die Algen, die da entstehen, selber ab. Ja, ich gebe den Puppis immer lebende Wasserflöhe. Das reicht völlig aus, dann auch für die Algen. So, fertig? Bist du jetzt zufrieden? Ja, schön ist das Becken jetzt. Endlich mal Garnelen da drin. Ja, Lukas, schönen Dank. Ja, dafür nicht. Dass du meiner Frau das Becken schön gemacht hast. Ja, ich hoffe, du kommst bald mal wieder. Hat mir super Spaß gemacht. Und mir erst. War ganz toll und meine Frau ist also auch glücklich. Also, was wollen wir dann mehr? Tja, ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Das Becken meiner Frau ist jetzt endlich schön. Die Frau ist zufrieden. Die Garnelen fühlen sich scheinbar super wohl. Und ich habe mal wieder ein paar Tage Ruhe und keinen Stress mit meiner Frau. Noch besser geht's doch nicht, ne? Tschüss. Wir sehen uns.